Galanacht der Stars in Dresden gehört mittlerweile schon zum Pflichttermin einiger Stars und Sternchen. André Sarrazani hatte auch in diesem Jahr zur Top-Veranstaltung in sein festliches Zelt nach Dresden geladen, um zugunsten der DSAI, der Deutschen Selbsthilfe, angeborene Immundefekte Spenden zu sammeln. Bereits zum 8. Mal kann sich die DSAI-Vorsitzende Gabriele Gründel über das Engagement von Sarrazani freuen. Ja, wir stehen natürlich total hinter André Sarrazani und wir freuen uns natürlich, dass er uns unterstützt, gerade für seltene Erkrankheiten was tut. Und wir hoffen, dass ganz viel Geld zusammenkommt, denn wir tun uns natürlich sehr hart, Sponsoren oder Spenden zu finden. Vom Bund bekommt die DSAI oder Selbsthilfegruppen auch kein Geld. Und deswegen hoffen wir, dass das ganz, ganz viel Geld heute zusammenkommt. Die Show steht ja jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Dieses Jahr ist da die Lichter farbenfroh. Welche Zusammenhänge oder beziehungsweise welche Relationen verbinden Sie damit? Ja, ich denke mal für Betroffene Licht, farbenfroh, das passt irgendwo. Doch irgendwo ein Licht am Horizont zu sehen, nach einem langen Leidensweg, den die Patienten erlitten haben. Ich denke, das passt sehr gut zu unseren Betroffenen. Viele Promis gaben sich die Klinke in die Hand und haben sich aktiv mit ins Programm eingebunden. Für alle ein großer Spaß. Ja, also ich finde es ganz toll, wenn es um Spenden geht. Also ich bin ja auch hauptberuflich Ergotherapeutin und ich weiß, worum es hier geht. Also ich finde es immer toll, wenn man Kindern helfen kann. Ich finde das wirklich schön, dass sie Menschen, anderen Menschen helfen wollen. Ja, ich bin heute zum ersten Mal eingeladen worden und habe zum ersten Mal auch von dieser Spendenaktion gehört. Und fand das sehr schön und sehr interessant, weil es immer wieder bemerkenswert ist, wenn man eben auch mal Dinge unterstützt und fördert, die eben nicht in aller Munde sind, wie Krebs und AIDS, sondern es gibt einfach Krankheiten, da braucht man noch ein bisschen mehr Geld, um zu spenden, damit den Menschen geholfen werden kann. Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man ja quasi auch mit einem vergnüglichen Abend trotzdem was Gutes tun kann. Schön, also ich habe mir nicht vorstellen, dass ich in solchen Galas kommen würde und als Gast jetzt, das ist, gibt mir wirklich sehr viele Freude, aber noch sehr gute Freude, dass es eine Gala für Kinder helfen und das freue mich, dass ich auch mitmachen kann. Ich gehöre auch zu den Spendern, für den Fall, dass das mal in Frage käme, würde ich das tun, jederzeit. Ja, ich finde es einfach gut, es ist eben nicht so die ganz große Lobby und deswegen ja, unterstütze ich das gerne. Ich habe es gerne gemacht und ist doch schön, wenn man auch noch was Gutes tun kann und nebenbei auch noch Spaß hat. Ich bin sehr, sehr gespannt und bin jetzt schon stolz, hier ein kleiner Teil davon zu sein. Spaß hatte am Ende auch die DSAI und André Sarrazani, denn über 30.000 Euro sind bei den Spendenaktionen während der Galanacht zusammengekommen. Geld, was die DSAI dringend für laufende Projekte benötigt. Ja, wir haben knapp 30.000 Euro gesammelt durch Eintrittspreise, durch Lose, durch Spenden. Und ein guter Freund des Hauses, der Wolle Förster, hat gesagt, alles, was dir bis zu 30.000 Euro fehlt, kriegst du von mir. Da hat er Glück gehabt, es waren nur 397 Euro oder so. Und ich hatte ja vorher noch gesagt, für jedes Los die 79, weil meine Tochter wollte unbedingt diesen blauen Bär haben, gibt es 50 Euro. Also musste ich noch, in der letzten Sekunde habe ich die gelbe 79 noch bekommen. Und da habe ich noch 50 Euro draufgehauen. Also sind wir insgesamt auf 30.050 Euro gekommen, was eine super Summe ist. Die Zuschauer freuen sich jetzt bereits schon auf die nächste Galanacht der Stars im nächsten Jahr.